bisschen mehr produzieren auf einmal. Oh, jetzt wird's dunkel. Cool. Geile Animation. So schaut das irgendwie schon genial aus. Gefällt mir. Mir gefällt das Spiel gut. So, Leute, jetzt sucht's mal. Chinese. Oh, Chinese. Glaub schon. Kohle, Kohle, also Kohlebergbau. Ja, auf alle Fälle Kohlemine, Kohlebergwerk. Und das heißt, ich muss jetzt fast einen Turm bauen, um da einfach die Region einzunehmen, um dann den hier ein bisschen Land zu rauben und den hier an eine Minen weg zum Zwicken. So, bei mir im Hintergrund wird gerade gekocht. Das ist ein bisschen laut, sorry. Sehr nice. Baracke, was haben denn die? Also Münzen. Ich glaube, da braucht man Gold dafür oder so ist das. Ich werde es... Kann ich darum nicht. Oh. Das ist ja unfair. So. Ja, die brauchen immer noch so viel. Ich schau mal, da sieht ein Weg darum. Nein. Den habe ich wieder weg. Straße abreißen. Ja, darum geht's ja nicht. Genau, da ist auch noch Kohle. Will haben. Kann man da eigentlich Priorität steigern? Das war ein Ding immer so in... In die Siedler 3. Ah, das war mal ewig lang ein Lieblingsspiel von mir, aber ab Windows XP ist es nicht mehr gegangen. Windows 95 ist ab am besten gelaufen. Wird wahrscheinlich von euch keiner mehr kennen. Oder Windows 98 ist auch noch, aber naja. Da war Windows 95 das Top-Betriebssystem. Könnt ihr ja mal ein paar Screenshots oder so in Google anschauen. Schlosserei. Was ist das? Lagerhaus. Münzprägerei. Werft. Zum Bau von Schiffen. Brauerei. Lagerhaus könnte man eigentlich da hier vorne schon brauchen, oder? Einfach um den Handel dann irgendwie mal ein bisschen... Dass das nicht so weit rumgeschleppt werden muss. Wie viel haben wir da Holz drin? Oh, wenig. Steine haben wir mehr drin. Das ist gut. Da brauchen wir noch einen Stein. Da brauchen wir noch einen Stein. Und die zwei kommen jetzt da gerade. Das ist gut. Genau. Ich werde jetzt da eine Straße darüber noch bauen. Und da kann man... Was bauen wir da hier? Irgendwas kann man doch da hier bauen, oder? Brauerei. Ah, da braucht man Hopfen oder irgendwie sowas, oder? Was braucht eine Brauerei? Bauen wir jetzt einfach mal. Gibt's da irgendwo Info? Info, Meldungen, globale Wirtschaftseinstellungen. Ich glaube Getreide und Wasser oder irgendwie so. Muss ja irgendwie sowas sein. Man kann Hopfen oder so bauen in dem Spiel. Naja, sehen wir schon. So, Fischerhütte, 70% effektiv. Und der ist fertig. Der ist jetzt ebenfalls gleich fertig. Da läuft schon Bauer. Bauer, gib mir Bauer, cooler Bauer. Wo ist, oh, da ist der Bauer. Ja, Bauer gesagt. bockt sich das Spiel. Auf alle Fälle haben wir da Feldflächen, da haben wir unten Feldflächen, aber das Ganze kann man eigentlich abholzen, gell? Haben wir da Holzfällerhütte her. Ich weiß jetzt zwar nicht, in welchem Radius das ganze Ding da arbeitet.
Oh Mann, wann ist denn der Wachturm da fertig? Immer noch nicht einmal angefangen. Ja. Käse da. Aber wir müssen jetzt schon noch da runter, oder irgendwie? Ja. Oh, die haben da Jäger. Jäger, das weiß ich noch. Passt. So, einen Brunnen haben wir jetzt, eine Bäckerei haben wir jetzt auch gleich. Ah, die haben da immer so bloß so kleine Dinger. So kleine Feldflächen. Da herum hat werde ich jetzt nachher neu bauen. Da unten vielleicht. Da ist der Fischer. Und schon was gefangen, Alter. Also wie es ausschaut, nicht. Aber das ist mir egal, solange er Nahrung produziert. Ich weiß zwar nicht einmal, was Nahrung bringt, aber... Ah, genau, das ist fürs Truppen ausbilden, genau. Oh, wenig Truppen haben wir auch. Wir haben keine Soldaten im Umkreis oder so. Eieiei. Jetzt werden wir da mal eingefreiten haben wir noch. Dann werden wir das da jetzt mal räumen. Soldaten auslagern. Einer kommt ja wieder noch mal rein normalerweise. Aber ich weiß auch nicht, wie die Waffen produzieren sollen. Wir haben kein Eisen da. Auf alle Fälle sind wir dann da im Minus wahrscheinlich. So Leute, Holz brauchen wir. Nee, ich wollte da keine zwei Räder. Eieiei. Ist ja jetzt egal. Weizen. 35% effektiv, 35% effektiv, okay. Reicht. Na, das, ich schätze, dass die Produktivität noch steigen wird. Wenn wir mir da mal den Holz, den Wald da gefällt haben. Oder wenn sie jetzt mal einen Felder da besser bearbeiten. Genau. Brauerei wird immer noch nicht fertig. Eieiei. Wird auch nicht fertig. So, bei mir klingelt's. Und das heißt, ich mache eine kleine Aufnahmepause höchstwahrscheinlich jetzt dann. So. Und Wachturm. Ey, immer noch nicht. Dann und seine Freunde noch drüben. Sägewerk, das läuft ja wie Sau da. Ah ja, ich hab zwar noch nie so ein Sägewerk gesehen, aber ist ja egal. Mit einem Brett kommt raus. Einen ganzen Baum rein und ein Brett kommt raus. So, auf alle Fälle bin ich jetzt einmal kurz weg. Ich werde dann gleich wieder weitermachen. Und das erste Video wird höchstwahrscheinlich heute noch rauskommen. Also bis nachher, bis dann. Ich passiere jetzt einfach und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, und wir sind zurück und es geht ja gleich weiter. Wir haben jetzt gerade beim Wachturm. Genau, den wollte man fertig kriegen. Die Farmen produzieren ja schon fleißig dahin. Der Steinbruch funktioniert genauso gut. Das Kohlebergwerk steht immer noch nicht. Jetzt hätte ich vielleicht da so ein Lagerhaus herbaut. Doch, ist ein Lagerhaus, passt. Genau, und dann hätte ich da ein Forsthaus hergepflanzt. Da einen Weg rüberbaut, vorne gesetzt, Holzfällerhütte, genau, dann haben wir nämlich mehrere Holz und das wird uns vielleicht zum Sieg verhelfen, hoffen wir mal, und ist ja immer gut, wenn man mehrere hat, als da man braucht, genau, mit der Mine geht's voraus, so wie es ausschaut, nein, ist immer noch ganz unten, die Fahne reißen wir ab, dann können wir nämlich den ausstellen. So, genau, wann wird der... Ah, mit der Handgrabe, ich habe einen Nagel reingekriegt heute.
Und eine Nogel habe ich reingekriegt, genau. Was soll ich tun? Brauerei, da geht's auch gut voran. Gebäude errichtet, Holzfällerhütte, fleißig, sage ich bloß. Ich kann nämlich da herum eine Holzproduktion so mal so richtig angehen. Da haben wir jetzt... Haben wir da Holz davor? Das weiß ich noch, weil Siedler 3, da ist ja... Das ist aber älter als Siedler 2, glaube ich. Da ist... Vor die Hütten ist heute immer auf so 6er Stapel zusammengerichtet worden. Das hat aber dermaßen cool ausgeschaut. Und da haben sie die Arbeiter die Wege immer selber gesucht. Hast jetzt die Wege nicht bauen müssen. Naja. War eine lustige Sache, ja. Aber verbaue ich das Brettl einfach. Ist ja egal. Der andere braucht schon nicht. Genau. Schauen wir mal, dass die Holzfällerhütte da unten fertig wird. Genau, da brauchen wir noch ein Brett. Wir haben 84 Helfer, das ist gut. Zwei Holzfäller haben wir noch übrig. Steinmetz haben wir auch noch einen. Jetzt haben wir 0. Cool. Jäger haben wir noch einen. Esel haben wir keinen. Esel haben praktisch, die transportieren die ganzen Sachen rum. Das ist echt eine lustige Sache. Unser Brunnen produziert auch fleißig. Fleischig. Genau, was brauchen wir jetzt eigentlich für Gefreite? Ah, da kann ich ja so viel wie ein Mock produzieren, oder was? Ah, ich glaube, da brauche ich Schwerter oder so wahrscheinlich. Wo haben wir die? Oh, 0. 6. 7. Sieben. Sixi zeigt mal wo. Ah, jetzt ist einer weggegangen. 12. Haben wir hier einfach komplett voll. Na, Obergefreite kann ich ja nicht bauen. Da brauche ich glaube ich Gold. Mühle läuft ja aus, klasse, gefällt mir. Brauerei muss jetzt bloß noch fertig gebaut werden, ist auch nicht. Ah, und der Wachturm, der dauert und dauert und dauert. Jetzt bin ich schon gespannt, wann das Lagerhaus da mal fertig wird. Oder auch nicht. Da kann man auch noch ein bisschen so... Oh, dann geht nichts mehr. Dann geht schon nichts mehr. Ah genau, die Pfanne kann ich wieder löschen. Ah genau, dann kann ich da Holzfällerhütte. Und da Forsthaus, genau, ich bin so genial. Und dann verbinden wir das. Und da können wir dann ein Sägewerk. Sägewerk bauen wir da hin. Ah, das dauert so Ewigkeiten, bis wir mehr da Rohstoffe kriegen. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt da das Lagerhaus endlich mal hergebaut. Aber das dauert trotzdem so lange. Eieiei, naja. Gut. Ah, der Badenfelsen, okay. Jetzt kapiere ich das auch, wie das da läuft in so einem Kohlebergwerk. Die bauen sich selber einen Kohlefelsen. Kohleflut. Ich hab's für Minecraft gespielt. Und da und da und da und genau hier und da. Oh Mann. Kann ich da das nicht verbinden? Na, irgendwie? Nein. Guckt nicht gut aus. Aber jetzt... Ja, wir haben schon ein schönes Ländle jetzt. So viel Platz, dass wir nicht angegriffen werden. Sondern mir die anderen angreifen werden. Träger. Brauchen wir noch drei Brett. Da brauchen wir noch eins. Ah, ich möchte den Wachturm.
Ah, genau, bei Siedler 3 haben wir ja Truppen so rumschicken können, das war auch gut. Der Typi da schaut so komisch. Naja, Grafik war ein bisschen schlechter, aber dann hat es also Priester und so gegeben. Ich glaube, die gibt es sogar in dem Spiel. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das da jetzt so alles genau läuft. Hey, da habe ich einen gepflasterten Weg. Gepflastert. Mehr oder